Er ist eine der populärsten, aber auch umstrittensten Herrscherfiguren der deutschen Geschichte. Vor 300 Jahren kam er auf die Welt. Schon zu Lebzeiten wurde er zum Mythos. Seine Untertanen nannten ihn der Große oder der alte Fritz. Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Hauptstadt des Kaiserreichs ist geprägt von der Geschichte Preußens. Das Schloss beherbergte seit 1701 dessen Könige. Hier kam am 24. Januar 1712 Friedrich der Große zur Welt. Sein Standbild unter den Linden dokumentiert die herausragende Rolle des Herrschers beim Aufstieg seines Landes. Als Deutschland 1918 Adel und Monarchie abschafft, die Demokratie Einzug hält in Berlin, blicken manche wehmütig zurück auf preußische Tugenden und die Taten Friedrichs des Großen. Andere glauben den verhängnisvollen Untertanengeist des Hohenzollernreichs endlich überwunden. Der alte Fritz hat Preußen geprägt. Als er 1786 starb, hinterließ er eine von Kriegen geschwächte Großmacht. Doch nicht allein als Feldherr hat sich Friedrich bleibenden Ruhm erworben. Als Schöngeist und Philosoph brachte er die Aufklärung in sein einst so rückständiges Land. Die Dynastie ist ja keine bodenständig brandenburgische, sondern aus Südwestdeutschland. Und dann sind sie über verschiedene Etappen eben mit der Mark Brandenburg belehnt worden. Sie sind dann Kurfürsten geworden, mit dem Land verbunden und sind dann aufgestiegen in einen sehr wichtigen Kreis in der Reichsgeschichte und waren von daher auch privilegiert, standen unter der besonderen Obhut von Kaiser und Reich und sind insofern relativ früh über diese Erbschaft, diese Belehnung, so muss man ja genauer sagen, dann in den Besitz eines Landes gekommen. Friedrich Wilhelm I. wird 1713 König. Er verachtet Prunk als Verschwendung, bevorzugt militärische Disziplin. Der Soldatenkönig ist mit Sophie Dorothea verheiratet, einer Welfenprinzessin, die als liebenswürdig und charmant gilt. Zwei Stammhalter sind bereits früh verstorben. Der im Vorjahr geborene Friedrich ist der Kronprinz. Der Vater hält den Sohn schon bald für einen Hasenfuß, weil sich das scheue Kind vor Kanonendonner fürchtet und sehr eigensinnig verhält. Die Ablehnung der höfischen Kultur Frankreichs ist bei dem Vater offenkundig und prägend gewesen, auch in der Haltung gegenüber der französischen Sprache. Er konnte das aber eben nur für den höfischen Gebrauch. Und andererseits hat er sich dann hingezogen gefühlt, vor allen Dingen zum Pietismus. Also hier gibt es Affinitäten zu einer ganz neuen Welt und Spiritualität, die ja für Preußen dann große Bedeutung erlangte, weil damit ja auch ein Fürstenethos verbunden war, das neu ist. Wahre Liebe zum Soldatenstand sollen die Erzieher dem Nachfolger einflößen. Im geheimen preußischen Staatsarchiv in Berlin ist ein Brief des Neunjährigen an seinen lieben Papa erhalten geblieben. Der Prinz will damit dem Vater offenbar eine Freude machen. Bei seiner Kompanie in Köpenick sei noch alles wohl, schreibt er in holprigem Deutsch, und Dienstag bin ich auf der Jagd gewesen. Entgegen den Erwartungen des Vaters zeigt der Prinz schon früh musische Neigungen und interessiert sich mehr für Bücher als für das Militär. Der König freut sich über jede Nachricht, dass Friedrich kein Feigling mehr sei und versprochen habe, ein tapferer Junge zu sein. Aber er fragt sich auch, was in diesem kleinen Kopf vorgeht. Ich weiß, dass er nicht so denkt wie ich. Sophie Dorothea dagegen verhätschelt den Knaben, hat nichts gegen Theaterspiele, Puppen und Kostüme einzuwenden. Die Königin lehnt die strenge Sparsamkeit und Ignoranz des Gatten ab. Unter ihrem Schutz darf Friedrich Bücher lesen, die ihm eigentlich verboten sind. Vor allem Abenteuerromane verschlingt der Kronprinz.
Das Verhältnis zum Vater verschlechtert sich rapide. Mama, sei so gnädig und mache mein Kompliment an meine Schwester, schreibt Friedrich an seine Mutter. Und bedanke ihr die Gutheit, dass sie mich so schöne Brief geschrieben hat. Papa aber meint, dass sie nicht Deutsch schreiben kann. Wilhelmine, Friedrichs ältere Schwester, sorgt sich um die zarte Konstitution des Bruders. Sie wird schon bald seine engste Vertraute, die ihm im Kampf gegen das Erziehungskonzept des Vaters zur Seite steht. Sie allein weiß, wie sehr der Kronprinz unter dem Zerwürfnis mit dem Vater leidet. Ich glaube, dass er wirklich ein schwächliches Kind war und lange Zeit sich diesen Dingen ja entzogen hat, etwa auch auf die Jagd zu gehen, was der Vater ja nun heiß liebte und mit großer Intensität pflegte von Königs Wusterhausen aus. Er war wohl ein zunächst mal sehr anfälliger, zarter Knabe, der hier ja in vielem auch geblieben ist. Er war von schwacher Natur und kleiner Gestalt. Das bleibt er ja bis zum Schluss, wie man weiß. Und insofern ist er im Vergleich auch zu diesem ja robusten Vater natürlich eine sehr schwächliche Figur geblieben. Das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn, das war ja also mehr als, ja, nicht nur angespannt, das war ja praktisch wie so eine Art, ja, Hassliebe würde ich fast gar nicht sagen, sondern der Vater war hundertprozentig davon überzeugt, dass dieser Sohn, der da jetzt als Thronfolger heranwuchs, dass der völlig, völlig ungeeignet war, also später einmal den Thron zu besteigen. Und er hat ihm ja in seiner Jugendzeit alles das, was ihm, was Friedrich wirklich Freude machte, mehr oder weniger mit dem Stock ausgetrieben. Er durfte nicht Französisch sprechen, er durfte keine französische Literatur lesen. Für den Vater war der Friedrich eine Figur, die also für ihn also ein ständiges Ärgernis war. Der kleidete sich anders, der sprach anders, der war kein Jäger, der interessierte sich nicht für den Soldatenberuf. Der Vater, also Friedrich Wilhelm I., der versäumte ja keine Gelegenheit, seinen Sohn zu beleidigen. Und nicht nur innerhalb der Familie, sondern der machte das auch coram publico, wurde sein Sohn von ihm gedemütigt. Fritz, ermahnt der Vater den Sohn in einem Brief, halte immer eine gute und große Armee. Du kannst keinen besseren Freund finden und dich ohne sie nicht halten. Er hat das sehr konsequent durchgeführt, ein eigenes Leben zu leben. Er hat ja auch Bücher gekauft, ohne dass der Vater davon wusste. Und das ist ihm dann wieder weggenommen worden, auch da handgreiflich. Ganz unmittelbar wird da eingegriffen, und zwar in einer rigorosen Form, die man nur als Handgreiflichkeit eben bezeichnen kann. Also er hat sich da sehr früh abgewandt, in der Meinung, in der Auffassung, dass da nichts mit dem Vater anzufangen war. Das Maß war für ihn absolut voll. Er hat gesagt, also ich lasse mich gerne beleidigen und so weiter, das kann ich alles ertragen. Aber wenn mein Vater mich dauernd schlägt, das ist derartig unwürdig, das kann ich nicht ertragen. Und deswegen werde ich versuchen, in irgendeiner Form entweder dieser Situation ein Ende zu bereiten, also dann werde ich mich dieser Behandlung entziehen. Am 4. August 1730 bietet sich eine seltene Gelegenheit zur Flucht. Mit dem Vater darf er außer Landes reisen. Unterwegs rastet der königliche Tross in einfachen Unterkünften. Der Schauplatz ist erhalten, das Motiv aber bleibt unklar. Eine Zeit lang hat das natürlich, ist ja konkret umzusetzen versucht worden, obwohl es manches sich ja dafür spricht, dass das sehr dilettantisch alles war. Und dass auch hier wieder dieses Thema zur Sprache kommt, dass er den Vater reizen wollte. Er hatte sich diesen roten Rock da gekauft, der den Vater ärgerte, weil er selbst schon Uniform trug. Und dann kommt da so ein Gag daher, der sich sowas da kauft. Da sind Dinge programmiert gewesen, die natürlich einerseits wirklich eine Flucht im Auge hatten, andererseits aber auch Dinge, die eine Flucht gerade zu verhindern schienen. Denn er wollte wohl entdeckt werden in irgendeiner Form. Und er war ja dann sofort in der Falle, er war umstellt. Und
hatte gar keine Chance, da zu entkommen. Der Kronprinz nächtigt in einer Scheune am Lerchennest in Steinsfurt. Um 3 Uhr früh soll sein Page mit 2 Pferden erscheinen. Als Friedrich ins Freie tritt, wird er in seinem Gewand sofort erkannt und in Gewahrsam genommen. Ich kann mir nicht vorstellen, zu glauben, dass man so etwas inszeniert und dass dann der Vater sagt, ja gut, der hat dann praktisch Theater gespielt und wollte mal sehen, wie weit er gehen kann. Also das halte ich für absolut ausgeschlossen. Und vor allen Dingen, das Fass war einfach, war übergelaufen. Er konnte nicht mehr anders. Ich meine, das hatte sich derartig zugespitzt, diese häusliche Misere mit seinem Vater, der ihn ständig immer nur kujonierte. Mit diesem Fluchtversuch, da waren ja auch andere Menschen involviert, also beispielsweise der Katte. Und der musste sich doch, also so intelligent war er ja zu dem Zeitpunkt sicherlich auch schon, sich sagen zu müssen, wenn ich da nur Theater spiele, das wird aber von meinem Vater nicht akzeptiert. Und dann so ein Freund wie der Katte, der wird wahrscheinlich zum Tode verurteilt durch einen derartigen Fluchtversuch. Seinem Freund Hans Hermann von Katte hatte Friedrich den Plan anvertraut. Nach gelungener Flucht wollten sie sich in Holland treffen und gemeinsam nach England reisen. Das war ein junger Mann, der geltungssüchtig war und das natürlich auch genossen hat, in der Gesellschaft dieses Kronprinzen zu sein, was ja eine Fülle von Vorteilen bot. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Dingen, wo die sich sehr ähnlich waren. Also etwa musische Neigungen, die haben bei beiden eine große Rolle gespielt und ja auch zu dieser Freundschaft beigetragen, die von beiden wohl unterstellt werden kann. Der König fürchtet die Parteinahme der welfischen Verwandten auf dem englischen Thron für Friedrich und lässt nach ausführlichen Verhören den Sohn nach Küstrin am Ostufer der Oder schaffen, wo heute nur noch die Festungsmauern vom einstigen preußischen Bollwerk zeugen. Stadt- und Schlossanlage wurden im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und danach unter polnischer Hoheit beseitigt. Friedrich wird auf Befehl des Vaters in verschärfte Verwahrung genommen und muss Gefangenenkleidung tragen. Das wahre Verhältnis zwischen Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohn Friedrich, das zeigt sich ja jetzt auch im Nachhinein, wie Friedrich Wilhelm I. das inszeniert hat, was jetzt danach kommt. Also von der Verhaftung Friedrichs über den Transport zur Festung Küstrin, da hat er ja ganz eindeutige Instruktionen gegeben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich doch sehr erschreckt. Würde aber auch wieder dieses negative Verhältnis und vor allen Dingen auch diese Angst vor dem Friedrich, würde das auch wieder belegen. Der Friedrich Wilhelm I. hat diesem Bewachungspersonal eindeutig gesagt, falls es einen Befreiungsversuch gibt, den Friedrich in irgendeiner Form zu befreien, dann sollen die den umbringen, damit er nicht lebend in die Hände von irgendwelchen Sympathisanten fällt. Also das war ernst gemeint. Und das setzt sich auch fort mit dieser Gerichtsverhandlung. Friedrich Wilhelm I. war drauf und dran, seinen Sohn umzubringen. Der war ja auch drauf und dran, seinen Sohn hinrichten zu lassen, den Kopf kürzer machen zu lassen. Der König setzt ein Kriegsgericht ein, das im Schloss Köpenick tagt. Er will den Sohn zwingen, für seine Taten Verantwortung zu übernehmen und Buße zu tun. Friedrich hat sich in den Verhören vor dem Prozess herauszureden versucht. Das Schicksal eines jeden Menschen sei vorherbestimmt, beharrt er listig. Wenn man Pech habe, sei man eben ein missratener Sohn. Es war eine Zeit lang der Groll des Vaters auf den Sohn so ausgeprägt, dass alle Optionen möglich schienen. Und das hat er eigentlich auch diesem Kriegsgericht gegenüber so geäußert, dass an sich darauf als Offizier eines Garderegiments die Todesstrafe stehe, wenn jemand zu fliehen versucht. Also das war für ihn ein unverrückbarer Grundsatz, den er vielleicht strikter als andere in dieser Zeit durchzuführen versucht hat. Auch der Kaiser war ja der Überzeugung, dass hier Milde angebracht war und sein sollte. Und das hat er ja auch dem König mitteilen lassen. Ich würde auf der einen Seite sagen, dass dieser Rigorismus schon eine bedeutende Rolle spielt und charakteristisch ist für den Vater. Andererseits aber natürlich manches erklärt, was natürlich in dieser Zeit üblich war, dass man auch mit Kindern so umging.
Im Wappensaal beginnt das Gericht am 25. Oktober 1730 mit der Verhandlung des Falles. Den Richtern liegen ausführliche Protokolle der Vernehmungen des Kronprinzen vor. Friedrich wird nicht persönlich vernommen und bleibt in Köstrin. Trotz der Bedrängnis kommt ein Thronverzicht, der sein Leben retten könnte, für ihn nicht in Frage. Die ganze Behandlung in dieser Zeit ist ja aufs Äußerste demütigend gewesen und ließ auch für den Betroffenen das Schlimmste befürchten. Also er musste, da der Vater ja entrückt in Königs Wusterhausen sah und nur brieflich mit den Leuten auch des Kriegsgerichts nachher verhandelt hat, davon ausgehen, dass der unberechenbar, wie er ja auch handgreiflich war, seinen Untergang herbeiführen wollte. Er wollte womöglich, wenn er ihn schon nicht physisch erledigen ließ, dann im Grunde eine fatale Situation schaffen, in der es keinen anderen Ausweg mehr als die Resignation vom Thron geben konnte. Man wird mich verketzern, schreibt Friedrich aus der Haft. Einsicht in sein Fehlverhalten zeigt er nicht. Am 31. Oktober ergeht ein unerwartetes Urteil, das den König maßlos erzürnt. Katte wird zu ewigem Festungsarrest verurteilt. Im Fall des Kronprinzen erklärt sich das Gericht für nicht zuständig. Das Ganze war Desertion und damit Hochverrat und war also nach Kriegsrecht üblich, mit dem Tode bestraft zu werden. Aber da gibt es ja nun einen Vorsitzenden von der Schulenburg, der sich dagegen gewehrt hat und sagt, dass, sie haben ja so argumentiert, dass das nicht ihre Angelegenheit sei, sondern ein Familienkonflikt, der anders gelöst werden müsse als durch ein Tötungsurteil. Und dann haben die ja diesen Ausweg gefunden, dass sie bei Katte weggesehen haben, mehr oder weniger, aber bei Friedrich auf jeden Fall für Schonung plädiert haben. Und das hat sich ja der König nicht gefallen lassen und hat um neue Verhandlungen nachgesucht, die dann aber zu keinem anderen Ergebnis gekommen sind. Der Monarch ordnet schließlich die Aufhebung des Urteils an und verfügt, dass Katte mit glühenden Zangen gerissen und aufgehängt werden müsse. Nur aus Rücksicht auf dessen Familie wandelt er die Strafe um. Der Leutnant soll in Küstrin mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden. Man bringt den Delinquenten am 5. November in die Festung, wo er im sogenannten Berliner Tor die letzte Nacht verbringt. Seine königliche Majestät hat ihm ausrichten lassen, dass es ihm, Zitat, Leid täte. Es wäre aber besser, er stürbe, als dass die Justiz aus der Welt käme. Im Angesicht des Todes schreibt der Sohn einen Abschiedsbrief an seinen Vater. Ich muss anstatt den Weg zu Ehren und Ansehen, den Weg der Schmach und eines schändlichen Todes wandeln, heißt es darin. Bevor er am nächsten Morgen um 7 Uhr früh zum Schafott gebracht wird, soll ihm ein Begleiter eröffnet haben, dass er gleich den Kronprinzen sehen werde und deshalb standhaft sein müsse. Dann werde er den größten Trost haben, soll Katte erwidert haben, den man mir bieten könnte. Der Friedrich, er ist ja morgens davon verständigt worden, dass der Katte heute hingerichtet werden soll, und zwar in seinem Beisein. Und dann findet das ja unter seinem Fenster in der Festung Küstrin statt. Katte trug einen braunen Kutte oder sowas, wie Gefangene in dieser Zeit. Man kennt die Umstände also sehr gut. Auch, dass da ein Sandhaufen aufgeschüttet worden war, wo die Exekution nun stattfinden sollte. Man weiß auch, weil Friedrich ja in ständiger Beobachtung und Beaufsichtigung gewesen ist, was der Kronprinz dann gemacht hat. Er ist andauernd ohnmächtig geworden, ist dann in sich zusammengesackt und war dann tagelang nicht ansprechbar. Und es gibt ja den Bericht dieses feldgeistlichen Müller, der sagt dann, also das entscheidende Wort, der Kronprinz ist so geschwächt und so irritiert, dass man mit dem Schlimmsten rechnen müsse. Spätere Darstellungen der Hinrichtung geben die Szene nur ungenau wieder. Überliefert ist, dass Friedrich dem Freund einen Kuss zuwarf und um Verzeihung flehte.
Die Schwester behauptet in ihren Memoiren, dass Katte vor der Enthauptung noch gerufen habe, wenn ich 1000 Leben hätte, so würde ich sie für eure Hoheit hingeben. Warum muss der Sohn sich angucken, wie seinem besten Freund der Kopf abgeschlagen wird? Und man fragt sich, warum, wozu? Warum muss man diese zusätzliche Demütigung mit expliziten Instruktionen, dass er da ans Fenster soll, nicht wahr? Muss ich das angucken? Da sind dann auch noch entsprechende Begleitpersonal, das aufpasst, dass der auch ja dahin guckt, nicht wahr? Und dass er diesen Leichnam von morgens 7 bis nachmittags um 2 da auf diesem Hof da liegen lässt, dass der Friedrich nach diesem Erlebnis nicht also völlig verrückt geworden ist. Das ist ein Wunder. Als 18-Jähriger, woher nimmt man die Kraft, dass man sowas auch mental überlebt? Da muss man wirklich den Hut ziehen davor. Und das hat ihn sicherlich für seinen zukünftigen Weg auch geprägt, dass er also sehr vorsichtig gewesen ist, gerade was Freundschaften betrifft. Aber es hat ihn nicht so bedrückt, dass er völlig, das hätte ich auch sein können, dass er, das wäre wahrscheinlich seinem Vater auch ganz lieb gewesen, der wäre verrückt geworden, da hätte man den wegsperren können, nicht wahr? Diese Beispiele gibt es ja auch, gibt es ja in anderen Häusern. Aber das ist ihm nicht gelungen. Die Haftbedingungen des Kronprinzen werden gelockert. Er lernt die Regeln der Verwaltung und schreibt Berichte an den Vater. Friedrich sei lustig wie ein Buchfink, wird aus Küstrin berichtet. Nachdem er sich dem Willen des Königs unterworfen hat, darf er 1733 zu seiner Familie zurückkehren. Der Monarch ist von der Reue nicht überzeugt. Er kenne sein böses Herz, lässt er dem Sohn ausrichten. Es ist ja erzwungen worden, dass er ein Regiment übernehmen solle in Neuruppin. Das hat er dann auch gemacht, erst gegen seinen Willen, weil er ja tiefe Affekte gegen das Militärische hatte. Aber dann hat er das akzeptiert, weil er gar nicht anders konnte, als dem Vater in diesem Punkt entgegenzukommen. Und dann macht er ja die Erfahrung des sogenannten kleinen Dienstes, also der Truppenführung an der Basis sozusagen. Das hatte kein anderer Fürst in dieser Weise, weil er hier von der Pike auf tatsächlich nun alles kennenlernte. Wie die Leute untergebracht waren, in welchen Zelten sie leben mussten. Alle Dinge, die auch zum Unterhalt eines Heeres erforderlich waren, hat er da kennengelernt. Das sind Dinge, die er dann in großem Stile umsetzt. Und darin liegt ja vielleicht das, was man Größe nennen könnte, dass er bei der Kenntnis des kleinen Dienstes, sozusagen an der Pike, große Entwürfe umsetzen kann. Also nun wirklich strategisch solche Dinge plant und durchführt. Also er hat beides, eben ein wirkliches Feldherrntalent, aber dann auch die Kenntnis der ganz primitiven militärischen Dinge. Königin Sophie Dorothea hat ihren ehrgeizigen Plan noch nicht aufgegeben. Wilhelmine und Friedrich mit den Kindern ihres Bruders Georg II. Von England zu verheiraten. Ihr Ehrgeiz ist maßlos, schildert die Tochter ihrer Mutter. Sie ist grenzenlos eifersüchtig, argwöhnischen und rachsüchtigen Gemüts und verzeiht nie, wo sie sich für beleidigt hält. Die Mutter war eine kluge Frau, eine Schönheit, wie es immer wieder heißt, und eine, die natürlich auch intrigant war, zugunsten des Welfenhauses, aus dem sie stammte. Und sie hat ja nicht, ist ja nicht unschuldig an diesem Fluchtversuch gewesen, weil ja hier die Gefahr bestand, dass hier ein welfischer Heirat in Betracht kommt. Und das wollte der Vater eben nicht und hat dann diese Bevern da für seinen Sohn vorgesehen. Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern ist eine Nichte der Kaiserin. Der König will den Habsburger Hof enger an Preußen binden. Doch Friedrich zeigt keinerlei Neigung zur Ehe mit der 3 Jahre jüngeren Prinzessin. Er hat am Ende wohl eingesehen, dass hier gegen den Vater nicht anzukommen war, wenn er nicht einen erneuten Konflikt heraufbeschwören wollte. Also hat er da nachgegeben, obwohl es ja Briefe an Friedrichs, also des Kronprinzen, an Grumbko, das war der allermächtigste Minister unter Friedrich Wilhelm, in denen er über diese Elisabeth Christine herzieht, da wird ja nichts ausgespart, nicht? An Gemeinheit auch.
Und das ähnelt in der Sprache auch wieder an grobianische Züge. Er hat dann an anderen Stellen ja eingeräumt, dass sie so hässlich gar nicht sei. Sie war eben nicht geistvoll. Die haben wohl auch miteinander in irgendeiner Form die Ehe vollzogen. Ich will keine dumme Gans zur Frau haben, empört sich der Kronprinz. Nach der Thronübernahme werde er seine Gemahlin verstoßen. Die abweisende Haltung Friedrichs nährt Vermutungen, dass er generell keinen Gefallen an Frauen gefunden hat. Doch es gibt Hinweise auf das Gegenteil. Es ist überliefert, dass er ein Schwerenöter war, dass er davon Gebrauch gemacht hat, und zwar exzessiv. In seiner Zeit, wo er in Neuruppin sein Regiment kommandierte, muss er da also ganz schön sich betätigt haben. Es sind ja auch Ratschläge überliefert, wie man dann am Ende zu einem Kind kommen könne. Es wurde ihm ja sehr frühzeitig geraten, Majestät, Sie müssen ein Kind haben, damit der Vater Sie auch reisen lässt. Denn nur wenn ein Thronfolger da ist, wird er das zubilligen. Auch ohne einen Stammhalter gezeugt zu haben, darf Friedrich 1734 ins Feldlager des legendären Prinz Eugen von Savoyen fahren, wo er sich Notizen über das praktische Kriegshandwerk macht. Der defensiv angelegte kaiserliche Feldzug gegen den Kurfürsten von Sachsen langweilt ihn. Den Prinzen erlebt er als hinfällig. Doch der unsterbliche Ruhm des greisen Heerführers beeindruckt den 22-Jährigen tief. Ich würde den Ruhmbegriff als einen Schlüsselbegriff in Friedrichs Denken ansehen. Das Ganze ist literarisch vermittelt. Auch über die großen französischen Königsdramen, die es da gegeben hat, die er verschlungen hat und die ihm dieses Motiv natürlich auch aus der Antike überliefert, vermittelt haben. Also Ruhm zu erwerben, und zwar militärischen Ruhm, das ist, glaube ich, ein Grundmotiv bei ihm gewesen. Prinz Eugen, so wird Friedrich Jahrzehnte später schreiben, sei ein Genie der großen Kriegsszenarien gewesen, der sich, Zitat, nicht mit Kleinigkeiten begnügte, sondern entscheidende Schläge zu führen suchte, die das Schicksal der Throne und Völker entschieden. O Ruhm, du meines Glaubens Schwinge, dichtet Friedrich selbst einmal, gönn meinen Taten deine Zier. Auf Wunsch des Kronprinzen erwirbt der König die unweit der Garnison Friedrichs gelegene Herrschaft Rheinsberg mit einem baufälligen Ritterschloss. Hier will der Sohn sich eine eigene Hofhaltung einrichten. Der Vater kann ihn dort, am nordwestlichen Ende der Mark Brandenburg, weiterhin von allen wichtigen Staatsgeschäften fernhalten. Er hatte ja da freies Feld, er war relativ weit von der Hauptstadt entfernt, konnte da in gewissem Umfang auch weiterbauen an diesem dort bestehenden Schloss und hat ja dann diese dreiflügelige Anlage fertiggestellt mit einer verbindenden Kolonnade zu dem See hin und hat auch diesen Park weiter ausgebaut. Und dann hatte er ja dort eine Gesellschaft beisammen, in der auch Frauen existierten, die er teilweise hymnisch mit Gedichten verehrt hat. Also das war eine kunterbunte Runde, in der es natürlich auch, das ist nicht zu bestreiten, einige ansehnliche Männer gab. In Rheinsberg duldet Friedrich Elisabeth Christine an seiner Seite, die dem stets in finanziellen Nöten befindlichen Gatten immer wieder Darlehen ihrer Familie verschafft. Obwohl die Kronprinzessin sich freier und lebendiger gibt, bleibt es bei der gewohnten Distanz. Ihr Kinderwunsch wird nicht erfüllt. Der Friedrich, er hat dann ja eine Geschlechtskrankheit von eben diesen Liebschaften, die er da vor allen Dingen in Neuruppin gehabt hat. Und das hat man dann zu reparieren versucht, und zwar also auch durch einen chirurgischen Eingriff, der aber offenbar misslungen ist, denn er war entstellt in diesem Genitalbereich. Und es ist ja sehr frühzeitig bereits überliefert, dass er
schon nach der Thronbesteigung glaubte, keine eigenen Kinder mehr haben zu können. Und meine Meinung geht dahin, obwohl ich keinen Beleg dafür habe, dass er die Ehe dann nicht mehr vollzogen hat, aber auch mit anderen nichts mehr in diesem Sinne zu tun hatte. Auch nicht mit Männern. Friedrichs Geschlechtsorgane seien vollständig und funktionstüchtig gewesen, heißt es dagegen in einem Bericht über die Untersuchung der Leiche des Königs nach seinem Tod 1786. Tatsächlich sei er ein Anhänger der griechischen Liebe gewesen, behaupten schon Zeitgenossen. Seine Vorliebe habe gut aussehenden Pagen und Kadetten gegolten. Ob er hetero oder homosexuell war, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Ich liebe das weibliche Geschlecht, aber meine Liebe zu ihm ist eine flüchtige, schreibt er noch in Küstrin. Ich suche den Genuss und nachher verachte ich es. Friedrichs jüngerer Bruder Heinrich, der aus seiner Homosexualität keinen Hehl macht, ist offenkundig eifersüchtig auf die vielen schönen Burschen an Friedrichs Hof. Etwa auf Friedrich Rudolf Graf von Rothenburg, einen engen Freund aus frühen Tagen, der später über ein eigenes Zimmer in Sanssouci verfügt und in den Armen des Königs stirbt? Das gesellige Leben in Rheinsberg lässt alle Möglichkeiten offen. Friedrich hat natürlich dann auch sofort diese Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und hat sich dort praktisch so ein Gegenreich entwickelt zu dem, was in Berlin am Hof Friedrich Wilhelms I. passierte. Und er konnte sich ja da, also in diesem engen Umfeld, konnte er sich ja auch verhältnismäßig frei bewegen und konnte auch, hatte die Möglichkeit, sich das so einzurichten, wie es ihm entsprach, nicht? Aber er sagt natürlich, auf der anderen Seite beklagt er sich auch darüber, dass er ständig von irgendwelchen Spionen seines Vaters umgeben ist, die nun auch dort immer noch versuchten, also genau hinzugucken, was macht er nun da und wen hat er als Freundeskreis dort. Aber sicherlich war das eine Gegenreaktion zu dem, was ihm vorher gerade passiert war. Die übermächtige Gestalt des Vaters ist allgegenwärtig und fordert den Kronprinzen immer wieder heraus. Als sich der König einmal abfällig über die Freimaurer äußert, tritt der Sohn sogleich in den Bund ein, der Freundschaft propagiert und sich gegen die religiösen Wertesysteme richtet. Wie zwiespältig das Verhältnis zum Vater geblieben ist, verrät ein auf Französisch verfasster Brief, den Friedrich am 2. Oktober 1736 an seinen aus Preußen verbannten Lehrer Jacques-Égide Duhon de Jandun schreibt, dem er zunächst für alles dankt, was er bei ihm gelernt habe. Die Bande des Blutes, fährt der Kronprinz in seinem Schreiben fort, gebieten mir Stillschweigen über ein Thema, über das ich manches zu sagen hätte. Ein Thema, bei dem die spitzfindige Unterscheidung zwischen dem Hass auf die schlechte Handlung und der Liebe zu dem, der sie begeht, hinfällig werden könnte. In solchen Fällen erheischt es die Ehrfurcht, schlimme Dinge so zu wenden, dass sie minder gehässig erscheinen und die Fehler des Nächsten nach Kräften beschönigen. Trachten Sie nach Seelenruhe, mein lieber Duhon, und unterwerfen Sie sich den unwandelbaren Gesetzen unseres Schicksals, das keine Menschenmacht zu ändern vermöchte. In Rheinsberg umgibt sich der junge Königssohn mit Offizieren, Diplomaten und Intellektuellen. An Tafelrunden mit stets etwa 2 Dutzend Teilnehmern wird über Kunst, Literatur, Philosophie und Geschichte gestritten. Der Gastgeber spielt Querflöte, komponiert selbst 120 Sonaten und Konzerte für das von ihm bevorzugte Instrument. Auch auf heitere Zerstreuung verzichtet der Musenhof nicht. Ein Medaillon zeigt Friedrich kurz vor oder nach der Thronbesteigung im rosa Domino-Kostüm mit weiß-schwarzer Maske. Im Südflügel des Schlosses richtet sich der Kronprinz ein Turmzimmer als Schreibkammer ein. Wie ein Galeerensträfling, so meint er, bildet er sich fort. Sein Wissensdurst treibt ihn an.
Er liest viel und gründlich, schreibt Essays und Briefe, die er manchmal als Frédéric le Philosophe unterzeichnet. Er ist kein Philosoph in unserem Verständnis, sondern er war ein Philosoph, eben wie die Franzosen das nannten, einer, der mitreden konnte, nicht? Und der seine Stimme erhob, wenn ihm was nicht passte. Er war im Gespräch und wollte das sein. Rezeptiv ist er mit diesen Dingen umgegangen und wollte sich das aneignen und sich zugleich davon absetzen. Das ist beim Anti-Machiavell ja ganz eindeutig. Friedrich schickt die Entwürfe seiner Schriften dem französischen Philosophen Voltaire, mit dem er seit Jahren einen Briefwechsel pflegt. Der Schriftsteller stellt die alten Autoritäten besonders kühn in Frage. Friedrich sucht nach geistigen Grundlagen eines zukunftsfähigen Staates. So debattieren sie über Tyrannei und Atheismus, über Freiheit und Toleranz. Eine Freundschaft ist das sicherlich nicht gewesen. Erstmal war der Voltaire ja viel älter und ein unheimlich arrivierter französischer Philosoph und Schriftsteller und Literat. Und Friedrich, der himmelte den an als Mentor. Und so hat sich Voltaire ja eigentlich auch aufgeführt. Der Friedrich schickte, ich glaube, im Jahre 1730 war das das erste Mal, dass er ihm da einen Brief geschickt hat und so weiter. Und dann entwickelte sich das ja mehr so wie ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, nicht? Friedrich schickte ihm dann seine Ausarbeitung auf Französisch und dann, die wurden dann von Voltaire redigiert. Und der Voltaire machte sich, glaube ich, auch darüber lustig, dass das Französisch von Friedrich, also zumindest in dieser Anfangsphase, nicht so auf dem neuesten Stand war. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass diese Franzosen, mit denen er sich da in Rheinsberg umgeben hatte, dass die sprachen ein Französisch, was offenbar schon etwas antiquiert war. Und die hatten auch praktisch den Kontakt zu dem modernen Frankreich nicht. Als sich im März 1740 der Gesundheitszustand von Friedrich Wilhelm I. verschlechtert, schreibt der Kronprinz an Voltaire: Die Lage meines Vaters lässt uns keine Hoffnung auf Genesung, sodass ich mich darauf vorbereiten muss, mein Geschick auf mich zu nehmen. Voltaire müsse nicht fürchten, dichtet Friedrich, dass Götter, das Schicksal oder das Reich ihn veranlassen könnten, die Leier für das Zepter preiszugeben. Doch dann heißt es: Was mich tröstet, ist der einzigartige Gedanke, meinen Mitbürgern zu dienen und meinem Vaterlande nützlich zu sein. Wenn Sie König sind, prophezeit ihm der Dichter, werden Sie viele Menschen glücklich machen. Als König werden Sie ausschließlich damit beschäftigt sein, in Ihren Staaten die Künste erblühen zu lassen, weise und vorteilhafte Bündnisse zu schließen, Manufakturen einzurichten, sich Unsterblichkeit zu verdienen. Der Friedrich Wilhelm I. starb ja bekanntlich am 31. Mai 1740. Am 1. Kam also Friedrich der Große praktisch dann auf den Thron. Am 2. hat er schon die Folter abgeschafft. Das war also absolut revolutionär. Bis dahin gang und gäbe. Übrigens, sein Vater hatte im Zusammenhang mit dem Katte-Prozess, hat er sogar seinem Sohn die Folter angedroht. Also nicht nur dem Katte, sondern eben auch seinem Sohn, um da irgendwelche Verschwörungstheorien aus ihm herauszuholen, nicht? Das war ernst gemeint, das war auch wieder so eine Instruktion. Und dann, ganz wichtig, hat er diese brutale Rekrutenwerbung verboten. Das war in den anderen Ländern überall noch gang und gäbe. Das macht Friedrich alles in dem gleichen Monat. Dann hat er am 22. Juni diese berühmte Order über die Glaubensfreiheit herausgegeben, wo er sagt, also er sei zwar kein religiöser Mensch, nicht wahr, aber die Religionen sollten alle toleriert werden. Diese Glaubensfreiheit, die dort von ihm praktiziert wurde, das war für die damalige Zeit auch höchst ungewöhnlich. Hier muss jeder nach seiner Fasson selig werden, notiert der König an den Rand eines Berichts über Streitigkeiten um katholische Schulen im mehrheitlich protestantischen Preußen. Friedrich Wilhelm I. hinterlässt eine intakte Armee mit 80.000 Soldaten und einen sanierten Haushalt. Der Nachfolger sieht schon bald Anlass zum Handeln. Man muss sich als Ausgangspunkt ja den Tod des regierenden Kaisers vorstellen. Und der hatte keinen Erben. Es war eine Konfliktsituation, die vorhersehbar war und die er hat kommen sehen, schon sehr frühzeitig. Und die dann eben dazu führte, zu überlegen, was kann ich selber davon profitieren? Und es stand ja nicht zuletzt Schlesien auf dem Thema, das
möglicherweise an Sachsen gefallen wäre. Und dann wäre er auch von der schlesischen Seite von sächsischem Territorium umgeben gewesen. Und das war eine Sache, die er nun auf jeden Fall verhindern wollte. Es gab also ganz handfeste machtpolitische, territorialpolitische Interessen, die er hier verfolgte und die er zu nutzen entschlossen war. Und da er ein Heer hatte, das für alles gerüstet war und das er ganz gut kannte, lag ja die Sache nahe, dass er hier zuschlägt. Und Schlesien war schließlich nicht ein Land, sondern er hatte immer wieder darüber reflektiert, dass Schlesien einfach zu der Arrondierung Preußens dazugehörte. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man es Sachsen auf keinen Fall überlassen wollte. Seine Gegnerin ist keine geringere als die mächtigste Habsburgerin, Maria Theresia von Österreich, die keinesfalls ihre Provinz Schlesien den Preußen überlassen will. Doch politische Wirren und Feldzüge gegen die Türken machen ihr Reich an der Nordgrenze verwundbar. Auch um des Ruhmes willen zieht Friedrich II. In den Krieg. Entweder bleibt man unbedeutend oder aber man versucht, seine Ansprüche durchzusetzen. Bei diesen schlesischen Kriegen konnte er sich ja praktisch auf alte Verträge berufen, die allerdings seine Vorfahren schon nicht durchsetzen konnten. Weder der große Kurfürst konnte das und die Nachfolger auch nicht. Das waren diese Ansprüche auf Schlesien, nach denen also Schlesien, falls die dortige herzogliche Familie ausstirbt, an Brandenburg-Preußen fallen sollte. Und er hat einfach die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Dieses Kriegführen gehörte damals einfach dazu. Wenn sich eine günstige Gelegenheit bot, und die bot sie in diesem Falle, da sah Friedrich natürlich die Möglichkeit, zuzuschlagen. Im Dezember 1740 marschiert die preußische Armee mit 28.000 Mann ohne Kriegserklärung nach Schlesien ein. Der König annektiert die wirtschaftlich entwickelte Provinz. Während des Feldzugs ist er meistens nah bei der Truppe. So gerät Friedrich immer wieder selbst in Gefahr. Eigenhändig skizziert er Ende Februar 1741 den Überfall von überlegenen österreichischen Husaren im Eulengebirge. Nur mit Glück entkommt er den Häschern. Er möchte den Kriegsruhm erwerben, und zwar an der Spitze seiner Truppen. Und nicht, wie die Maria Theresia, von ihrem Kabinett aus Kriege führten. Er war eben vor Ort, an Ort und Stelle und hat damit ja Entscheidendes bewirken können. Also um einen Aspekt dieses Militärischen zu nennen, er war eben dabei. Er war für alle sichtbar. Und das ist ein großes Element seines Erfolges gewesen, als Roi Connétable. Und das ganz im Sinne Machiavellis. Aber er wollte natürlich keine unedlen Motive gelten lassen, wie etwa den Ruhm, obwohl er danach gehandelt hat. Ein zwischen Wien und Berlin geschlossener Friede hält nicht lange. 1744 marschiert Friedrich, wiederum ohne Kriegserklärung, diesmal in Sachsen ein, um eine drohende Revanche Österreichs zu verhindern. Doch diesmal schlagen die Habsburger zurück. Die preußische Armee erleidet schwere Verluste. Also ich glaube, es war nicht nur eine Frage des Ruhms, sondern es war eben auch eine Überlegung für die Zukunft. Und ja, ich meine, abgesehen davon, dass er selber damit immer in der ersten Reihe da mitkämpfte, was für die damalige Zeit auch außerordentlich ungewöhnlich war, diese großen Verluste, die er in diesen Schlachten ja zum Teil auch erlebt hat, das hat ihn unheimlich mitgenommen, diese Tausende von Toten und Verwundeten. Aber ich glaube, er hat eben auch sich gesagt, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist Brandenburg-Preußen auch gefährdet. Also er wollte damit praktisch auch ein Fundament für die Zukunft legen, dass es eben nicht mehr passieren kann, dass also fremde Heere sich auf dem Gebiet Brandenburg-Preußens dann tummeln und man muss dann mehr oder weniger als Monarch ohnmächtig dann zuschauen. Bereits nach der Schlacht bei Mollwitz schickt Friedrich am 2. Mai 1741 dieses Gedicht an Voltaire. Aus der Mitte des Tobens such in der Mitte des Friedens ich euch, wo doppelt ihr zu genießen versteht, hunderterlei Schönes, hundert Erfolge. Wo ihr lebt, während ich schaffe, und von hundert verschiedenen Völkern ich in brennender Schlacht die Schatten in die Hölle eingehen sah. Das ist alles, fügt der König hinzu,
was Ihnen meine sehr kriegerische Muse aus einem sehr kalten Feldlager mitteilen kann. Wenn ich den gehorsamen Sturm meiner Truppen lenke, fährt er fort, geschieht dies immer auf Kosten meiner Menschlichkeit, die unter dem notwendigen Übel leidet, das anzurichten ich nicht vermeiden konnte. Die schlesischen Eroberungen des Königs erkennt Maria Theresia im Frieden von Dresden an. Das Preußenheer gilt als unbesiegbar. Von jetzt an wird Friedrich im Volk der Große genannt. Der militärische Erfolg soll das friedliche Aufbauwerk garantieren. Zunächst entwirft sich der kunstsinnige Monarch ein eigenes Refugium in Potsdam, wo er wie in Rheinsberg ohne Sorge sein kann. Sans souci. Die Vigne, sein Weinberghaus, bietet nur den persönlichen Bedürfnissen des Königs und einigen Vertrauten Raum. An den Grafen Rothenburg schreibt Friedrich: Glücklich derjenige, der durch Weisheit zur Ruhe kommt. Erfahrung führt zu Mäßigung. Auf die Dauer ist Ehrgeiz nichts als die Tugend des Narren. Er ist ein Führer, der uns in die Irre leitet und uns den Hals bricht. Er stürzt uns in einen Abgrund, der mit Blumen überwuchert ist. Im Frühjahr 1747, zwei Jahre nach der Grundsteinlegung, will der König seinen neuen Lieblingswohnsitz beziehen. Doch plötzlich wird er von Krämpfen befallen, die wahrscheinlich von einem leichten Schlaganfall herrühren. Diät und meine Natur werden mich hoffentlich ganz wiederherstellen, schreibt der 35-Jährige an seinen jüngeren Bruder. Wenn nicht, gehe ich in das Land, wo wir an Lethes Strand unter immergrünen Bäumen wandeln und wo alle Erdenbewohner schließlich hinkommen. Nur dem Kammerdiener Michael Gabriel Fredersdorf, den Voltaire als großes Faktotum bezeichnet, schreibt der König auf Deutsch. In einem Brief berichtet er 1747, dass sein Husten und das Fieber nachgelassen hätten, um sich dann der Frage zu widmen, ob es sich lohne, eine neue Sängerin namens Masi anzuhören. Fredersdorf zählt zu den wenigen, die Friedrichs Vertrauen genießen. Der Königin hat Friedrich schon kurz nach seinem Regierungsantritt das Schloss Schönhausen geschenkt, weit weg von Potsdam, wo sie mit ihrem Hofstaat lebt. Die Zimperliese, wie er Elisabeth Christine nennt, darf zu offiziellen Anlässen an seiner Seite sein. Gelegentlich stellt er sie mit den Worten vor: Meine alte Kuh kennen Sie ja schon. Die Hofhaltung verschlingt mehr Geld, als der König seine Untertanen glauben lässt. Erlesene Gemälde und Möbel schmücken seine Privatgemächer. Sanssouci ist Ausdruck von Friedrichs Selbstverständnis als aufgeklärter Herrscher und Philosoph, als Schöngeist und Kunstkenner. Doch einzig der Monarch bestimmt, was im Musiksaal gespielt wird. Er hat ja seine Leute, die in seiner Umgebung waren, drangsaliert, immer wieder dasselbe zu machen. Nicht? Also wie er das aus seiner Jugendzeit kannte, Hasse, Grauen und was er da an Komponisten so hatte, die haben ihn ja bis zum Schluss begleitet. Es ist eben irgendwas Selbstbespiegelndes da drin. Und er hat weder Mozart noch Gluck noch irgendjemand sonst wahrgenommen. Haydn nicht. Nichts. Auch in der Hauptstadt Berlin hinterlässt Friedrich architektonische Spuren, die den Prachtboulevard unter den Linden prägen. An der Stelle der abgebrochenen Festungsanlagen nahe des Stadtschlosses plant er ein riesiges Forum Fridericianum. Auf eine neue Residenz verzichtet der Bauherr schließlich, die königliche Bibliothek aber, ein Palais für seinen Bruder Heinrich und ein neues Opernhaus lässt er errichten. Um die überwiegend katholische Bevölkerung Schlesiens in den preußischen Staat einzubinden, regt der König den Bau der Hedwigskathedrale an. Religiöse Toleranz gilt nach dem Willen seiner königlichen Majestät nicht für die Juden in seinem Reich. Nur wenige sind privilegiert und dürfen mit dem Staat Geldgeschäfte machen. Aus dem annektierten Breslau wird 1744 das unnütze Judenvolk auf Befehl Friedrichs vertrieben. Die Juden sind von allen Sekten die gefährlichsten, meint der König, weil sie den Handel der Christen schädigen und weil sie für den Staat unbrauchbar sind.
Ob die antijüdische Haltung Friedrichs einen seiner größten Verehrer inspiriert hat, ist unklar. Missfallen hat sie diesem sicher nicht. Im Namen seiner Bewegung schenkt Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess dem Führer zum 50. Geburtstag 50 Briefe des Königs an seinen geheimen Kämmerer Friedersdorf, eingebunden in ein aufwendig gestaltetes Album. So beschwert sich Friedrich in holprigem Deutsch, er sei übers Ohr gehauen worden. Zitat: Die Dosen sind arabisch teuer. Die zwei schlechten 250 Taler und die mit Diamanten 350 bis 400 Taler wert. Ich will mit dem Juden nicht mehr handeln. Es ist ein unmenschlicher Betrüger. Dosen sind von schlechtem Gold und zu dünn gearbeitet. Adolf Hitler ist an diesem 20. April 1939, als er die Briefe erhält, unbestrittener Herrscher über Deutschland. Der Diktator vergleicht sich selbst gerne mit dem Preußenkönig. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wird er verkünden, wie sein Vorbild setze er nun alles auf Sieg. Im Bunker unter der Reichskanzlei schießt sich Hitler 6 Jahre später eine Kugel in den Kopf. Unter dem Porträt Friedrichs des Großen. In Sanssouci arbeitet der König in den Generalprinzipien des Krieges seine Erfahrungen aus den schlesischen Feldzügen auf. Er schickt die umfangreichen Notizen seinem Bruder August Wilhelm, um ihn auf dessen Aufgabe als Thronfolger vorzubereiten. Friedrich beschreibt die Regeln bis ins Detail. Er hat ja Reglements vor allem verfasst für seine Truppen, für die Truppenteile. Und da kannte er sich eben aus. Er hatte wirkliche Kenntnisse in diesen täglichen Verrichtungen, die erforderlich waren. Der Friedrich hatte klare Vorstellungen, auch durch seine Revuen, die er ja durchführen musste, schon als Regimentskommandeur und dann später bis ins hohe Alter an verschiedenen Orten, Frühjahr und Herbst. Und da hat er das ja alles gesehen und erprobt, was da möglich war. Und insofern ist er da schon ein wirklich professioneller Mann gewesen. Und was nun die Kriegskunst, also des Simienkrieges, da war er auf dem Höhepunkt und zweifellos durch seine Kenntnisse auch der antiken Militärgeschichte ein ernstzunehmender Mann, der eine Menge an Aushilfen wusste, und zwar vor Ort. In Mollwitz war 1741 durch einen Fehler in der Aufstellung der linke Flügel des preußischen Heeres zurückgeblieben und entschied deshalb die Schlacht. Daraus entwickelte der König die sogenannte schiefe Schlachtordnung. Nur ein Flügel sollte angreifen, mit dem anderen konnte man nachstoßen, wenn der erste erfolgreich war, oder den Rückzug decken, falls der Erfolg ausblieb. Im September 1753 lässt Friedrich erstmals die neue Schlachtordnung bei einem Manöver mit 44.000 Soldaten einüben. 3 Jahre später rückt das preußische Heer zunächst in Sachsen, dann in Böhmen ein, wieder ohne Kriegserklärung. Bei Lobositz an der Elbe kommt es zur ersten Schlacht des Siebenjährigen Krieges. Friedrichs Geheimdienst hatte herausgefunden, dass Österreich mit Russland und Frankreich vereinbart hatte, Preußen anzugreifen. Am 1. Oktober 1756 sucht der König den Schlagabtausch mit den Truppen Maria Theresias. 28.000 preußische Soldaten stehen hier mehr als 33.000 Männern im Dienste Habsburgs gegenüber. Eine originale Skizze der Schlacht aus Friedrichs Feder ist erhalten geblieben. Nach 3-stündigem Geschützfeuer scheitern die preußischen Kavallerieangriffe. So reicht es nur knapp zum Sieg. Der König bringt sich auch diesmal in Gefahr. Warnungen vor Kanonenkugeln, die in seiner Nähe einschlagen, beantwortet er mit den Worten: Ich bin nicht hier, um sie zu vermeiden. Zorndorf ist auch so ein Beispiel, wo er völlig unbehelligt an dem russischen Lager vorbeizieht. Eine riesenhafte Wagenburg, wo die ganzen Vorräte und alles eines ja weit von zu Hause entfernten Heeres lagerten. Da hätte es eines Handstreichs bedurft, um denen das wegzunehmen. Die hätten abziehen müssen, ohne dass ein Schuss gefallen wäre. Nein, er rennt auf die los und fällt dann auch noch
voll mit der Tür ins Haus, also eine Frontalschlacht, bei der es ja so unendliche Verluste gegeben hat. Und das ist ja jeweils genau wie in Kunersdorf im Sommer passiert, glühende Hitze und dann schießen die Stunden und Stunden aufeinander. Und da fallen ja nicht nur Menschen, sondern eben auch Pferde. Und das Schlachtfeld war übersät mit Pferdekadavern. Und das hat noch Wochen hinterher gestunken bis nach Frankfurt an der Oder. Da kam ein Pesthauch über die Stadt von diesem Schlachtfeld her, weil man dieser Toten und der Pferde nicht Herr werden konnte. Der preußischen Armee gelingt dank der schrägen Schlachtordnung ein unerwarteter Sieg bei Leuthen über die Österreicher. Doch die feindliche Koalition ist übermächtig. Am 12. August 1759 müssen sich östlich der Oder bei Kunersdorf 49.000 Soldaten Friedrichs einer 79.000 Mann starken russisch-österreichischen Streitmacht stellen, die sich mit einer gewaltigen Artillerie auf den Höhen verschanzt hat. Der König lässt in der bewährten Schlachtordnung angreifen und der linke Flügel der Russen wird alsbald geschlagen. Die Generale raten Friedrich, es dabei bewenden zu lassen. Doch der verlangt die völlige Vernichtung des Gegners. Ein erneuter Angriff auf die Höhen wird von herbeigeeilter österreichischer Kavallerie vereitelt. Was folgt, ist eine militärische Katastrophe. Nach 6 Stunden hat die preußische Armee fast 1/3 ihrer Soldaten verloren. 19.000 Mann. Am Abend der verlorenen Schlacht schreibt der König an einen Jugendfreund, der inzwischen Minister ist: Ich habe heute Morgen um 11 Uhr den Feind angegriffen. Wir haben sie bis zum Judenkirchhof bei Frankfurt getrieben. Alle meine Truppen sind ins Gefecht gekommen und haben Wunderdinge verrichtet. Aber dieser Kirchhof hat uns eine Unmenge von unseren Leuten gekostet. Sie sind in Verwirrung geraten. Ich habe sie 3-mal gesammelt. Zum Schluss dachte ich, selbst gefangen zu werden und war das Schlachtfeld zu räumen gezwungen. Mein Rock ist total durchlöchert. 2 Pferde sind mir getötet worden. Mein Unglück ist es, noch zu leben. Unser Verlust ist sehr bedeutend. In dem Augenblick, da ich dies sage, flieht alles. Und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Das ist ein grausamer Umschlag. Ich werde ihn nicht überleben. Die Folgen der Schlacht werden schlimmer sein als die Schlacht selbst. Ich habe keine Hilfsquellen mehr und, um nicht zu lügen, ich glaube, alles verloren. Ich werde den Untergang meines Vaterlandes nicht überleben. Adieu für immer. Friedrich. Obwohl der König dank der Kriegsmüdigkeit seiner Gegner schließlich den 7-jährigen Krieg für sich entscheidet, bleibt Kunersdorf ein Trauma. Unmittelbar nach dem Abschluss des Friedensvertrages fährt er dahin unter ganz eigentümlichen Umständen. Es muss geschüttet haben und es war kein August, sondern ein Märztag, man weiß das ganz genau. Und dann umgeht er den triumphalen Empfang, der ihm eben in Berlin bereitet werden sollte. Und dann in seinem Aufzug kommt er da an, nicht mehr auf dem Pferd sitzend, sondern in so einer Kutsche da. Also ich könnte mir denken, dass das ein unausgesprochenes Schuldgeständnis war, was er da angerichtet hatte. Da hatte er ja einen schweren Zusammenbruch, kriegte dann immer Gichtanfälle, die ihn beinahe umgebracht hätten, ans Bett fesselten und unendlich schmerzhaft gewesen sein müssen. In zahlreichen Friderikus-Spielfilmen wird der große König vor allem im Dritten Reich für seine Durchhaltefähigkeit und Selbstlosigkeit gefeiert. Für Zweifel ist kein Platz. Meine Herren, wir gehen unermesslicher Arbeit entgegen. Die Magazine sind leer und all unsere Mühe wird kaum hinreichen, unser Volk zu ernähren. Solange ich meine Augen offen habe, werde ich für den Staat tun, was ich kann und noch etwas mehr. Um meine Gesundheit und die Bequemlichkeit meines Herzens werde ich mich nicht kümmern. Der Krieg ist aus, der Dienst geht weiter. Meine Herren, tun Sie Ihre Pflicht. Nach dem Ende des Dritten Schlesischen Krieges dann
1763, nach diesem Frieden da von Hubertusburg. Da hat er ja dann auch gesagt, dass jetzt ist Preußen saturiert, jetzt sind Kriege überflüssig. Nicht? Der Preis war verhältnismäßig hoch. Er hat eben doch gesehen, dass es für ihn auch keine andere Möglichkeit gab. Gerade was die Durchsetzung dieser Ansprüche betraf. Wenn er das in dieser Situation nicht gemacht hätte, also wäre die Position Preußen sicherlich nicht so geworden, wie sie nachher geworden ist. Ganz bestimmt nicht. Friedrich wendet sich dem Aufbau seines zerstörten Landes zu. Er hat ein Bündnis mit Russland geschlossen, das Preußen seine Stellung als Großmacht und dem Volk den Frieden sichert. Detailliert schreibt der König selbst die Geschichte seiner Feldzüge auf, um der Nachwelt die eigene Version der Geschichte seiner ruhmvollen Taten zu hinterlassen. Am 17. Dezember 1763 vollendet Frederik sein militärisches Vermächtnis. Auf zahlreichen Inspektionsreisen überwacht der König persönlich den Wiederaufbau des vom Krieg geschundenen Landes. Er kümmert sich auch um Kleinigkeiten. Der ist ja wie der Vater rumgereist und konnte sagen, auf diesen Böden wächst kein Apfelbaum. Machen Sie den mal weg oder irgendwas. Der war dann eben wirklich Landesherr in einem ganz ursprünglich landesväterlichen Sinne. Und hat dann diese Sachen, die er da angerichtet hatte, wieder gut zu machen versucht. Und da liegt auch ein gewisses Maß an Größe drin. Also der Reichtum dessen, was er zumindest in seinen guten Jahren kapiert hat und an sich zu fesseln versucht hat, immerhin Voltaire, war 3 Jahre in Sanssouci. Das sind ja nun ganz beachtliche Dinge, die in Europa auch als höchst beachtlich wahrgenommen wurden. Von seinen Reformanstrengungen berichtet der König in Briefen an Voltaire, schickt dem Schriftstellerfreund auch die neuesten Gedichte. Doch der beschwert sich hinter vorgehaltener Hand über das mühsame Korrigieren der lyrischen Ergüsse Friedrichs. Der König werde nicht müde, ihm seine schmutzige Wäsche zum Waschen zu schicken. Voltaire besucht mehrfach Berlin und Potsdam. Die Stimmung zwischen beiden aber ist oft gereizt. Dem Schriftsteller wird schließlich die Aussage des Königs hinterbracht: Ich habe Voltaire jetzt noch nötig, aber später, wenn die Orange ausgesaugt ist, kann ich die Schale wegwerfen. Man trennt sich, doch der Briefwechsel wird fortgesetzt. Eure pazifistische Majestät, nennt ihn der Franzose. Die meisten engen Freunde sind dem alten Fritz längst weggestorben. Immer zynischer und schrulliger tritt der König auf. Die Szenen mit Krückstock und den Windspielen aus den Fredericus-Filmen entsprechen wohl den Tatsachen. Und doch heroisieren sie einen Mann, der unter seinem Alter und dem Verlust der Vertrauten leidet. Das waren ja keine normalen Windhunde, sondern das war praktisch so eine Zwergausgabe von einem normalen Windhund. Die hatten ja mehr oder weniger Narrenfreiheit da in Sanssouci. Also das war für die Gäste, die dort bewirtet worden, war das zum Teil also doch recht befremdlich, wenn die sahen, dass die Hunde mit am Tisch saßen und wurden vom König gefüttert. Aber die waren eben für ihn auch, glaube ich, eben so eine Art Ausgleich. Und es ist ja bekannt, dass einer von diesen Hunden, der konnte bei ihm, schlief bei ihm mit im Bett und die anderen waren dann drumherum in seinem Schlafzimmer oder vor der Tür. Dann hat er für diese Tiere dann extra so Spielzeug anfertigen lassen in Form von so kleinen Lederbällen, die überall im Schloss rumlagen. Ja, spielten die damit. Wenn der König sein Land bereist, grüßt er, indem er fortwährend den Hut abnimmt. Die Gesichter seiner Untertanen, beobachtet ein Zeitgenosse, sind voller Ehrfurcht und Vertrauen. 1768 verfasst der König sein politisches Testament. Es ist schon das zweite. Sein Bruder August Wilhelm ist verstorben, dessen Sohn Friedrich Wilhelm der Kronprinz. Der Onkel sorgt sich, ob sein Nachfolger dem französisch-österreichischen Bündnis weiter widerstehen und Preußens Macht erhalten kann. Nach Friedrichs Vorstellung soll die Aufklärung die königliche Macht stärken. Er wirbt für Toleranz, liberales Denken aber ist ihm fremd. Den Rahmen des absolutistischen Systems, in dem er herrscht, kann und will Friedrich nicht verlassen. Der Fürst, sagt der König, müsse für die ganze Gemeinschaft sehen, denken und handeln.
Im Sommer steht der König gegen 4 Uhr morgens auf, im Winter gegen 5. Ein Offizier berichtet ihm über die Lage in der Stadt, dann liest er Briefe und Depeschen, die er mit knappen, oft sarkastischen Randnotizen versieht. Bittschriften genehmigt oder verwirft er persönlich. Ich arbeite, gehe spazieren und sehe keinen Menschen, berichtet er seinem Bruder Heinrich. Er möge den Einsiedler von Sanssouci nicht vergessen, schreibt der König 1775 an Voltaire. Auch in seinen letzten Regierungsjahren beschäftigt sich Friedrich intensiv mit Wirtschafts- und Wissenschaftsprojekten, schreibt sogar einen Essay über die deutsche Literatur, auch wenn ihm Dichter wie Lessing, Schiller und Goethe fremd bleiben. Auch im Konzert der Großmächte spielt der greise König bis zuletzt aktiv mit, verfasst täglich diplomatische Depeschen, die verschlüsselt an die preußischen Gesandtschaften geschickt werden. Er hat die aufgeklärte Monarchie verteidigt, die also sich in Dienst nehmen lässt für die Belange des Landes. Das hat er tatsächlich ernst genommen und war da in diesem Punkt natürlich ganz anders als die meisten Fürsten seiner Zeit. Also wirklich einer, der akzeptierte, dass er der erste Diener seines Staates war. Aber er war befangen in einem System, das eben existierte und, wenn Sie wollen, zurückgewandt war, jedenfalls nicht vorwegnahm, antizipierte, was dann die Französische Revolution bringen wird. Also er war Mann des Ancien Regime, das würde ich mit aller Deutlichkeit sagen, kein wegweisender Mann, der Dinge vorweggenommen hat, die dann sich ereignen werden. Der alte Fasler, wie Friedrich sich selbst nennt, schreibt am 10. August 1786 an seine Schwester Charlotte: Das Alter muss der Jugend weichen, damit jede Generation freien Spielraum hat. 7 Tage danach stirbt er in Sanssouci im Alter von 74 Jahren in diesem eigens für ihn angefertigten Sessel. Ein zeitgenössischer Stich gibt die Sterbeszene wahrheitsgetreu wieder. Um 20 Minuten nach 2 Uhr morgens ist der König entschlafen. Ein Kammerdiener weint. Friedrich Wilhelm II. Überzeugt sich vom Ableben des Onkels. Friedersdorf, wenn es vorüber ist, Friedersdorf, sollte nicht manchen mit mir, nicht sezieren, nicht balsamieren, einfach liegen lassen und mit dem Mantel zudecken. Auch die letzten Worte Friedrichs sind überliefert. Wir sind über den Berg. Es wird uns besser gehen. Sanssouci wird schon bald zur Pilgerstätte. Wie er selbst es sich erhofft hatte, beflügelt sein Vermächtnis viele Generationen. Nicht immer zum Guten, Wahren und Schönen. Der, wo alle wanken, noch steht, dichtet Johann Wolfgang von Goethe, der beherrscht sein Volk und gebietet der Menge der Menschen. Einen solchen habt ihr gesehen vor kurzem hinaufwärts zu den Göttern getragen, woher er kam. Ihm schauten alle Völker der Welt mit traurigem Blick nach. Er hatte ja da so eine Gruft sich da ausgesucht in Sanssouci, oben auf der Terrasse, und hatte ja verboten, dass da irgendjemand dran teilnehmen dürfe. Also weder Geistlichkeit, noch Militär, noch die Familie etwa. Dann hat er da mit Diogenes und solche, da hat er so ein bisschen was angelesen gehabt. Dann hat er gesagt, ich möchte mit der Lampe in die Treppe runtergebracht werden. Das ist ja, wenn Sie das mal gesehen haben, eine ganz enge Treppe, die da runterführt. Und da ging nur ein ganz kleiner Sarg überhaupt da durch. Und im Vergleich zu dem, was ja die Hohenzollern da schon geliefert hatten im Dom in Berlin, diese großen Gräber, Schlütergräber, das war ja alles da, das konnte man ja besichtigen und das war immerhin seine Familie. Und stattdessen wird das alles abgelehnt.
Also da ist, wenn man eine Selbststilisierung unterstellt, nicht mehr viel übrig. Es ist der Philosoph, den wollte er spielen. Neben seinen Windspielen möchte Friedrich ruhen. Doch der neue Herrscher lässt ihn in der Garnisonkirche bestatten, an der Seite des verhassten Vaters. Erst 1991 wird der letzte Wunsch des großen Königs endlich erfüllt. Wenn ich dort bin, werde ich ohne Sorge sein.